Hallo und herzlich willkommen wieder bei Minecraft zur Folge 100 und X. Keine Ahnung, was das für eine Folge ist, ist mir doch egal. Hauptsache kommt eine Folge, oder? Wie seht ihr das? So, ich weiß noch immer nicht, warum der hier blinkt die ganze Zeit, ob das ja, so normal ist oder nicht. Keine Ahnung. Alle anderen machen nichts, nur der hier die ganze Zeit. Ob das da gewollt ist oder nicht, keine Ahnung. Oh, wir gucken mal. Letzte Folge haben wir. Ja, was haben wir in letzter Folge? Das wird auch kein Schwein. Gute Frage, was wir letzte Folge haben. Wir haben irgendwas gemacht. Was ist natürlich die Frage? So, gucken wir mal, wir haben hier. Da haben wir ja mal vor langer Zeit diese Wildcraft-Strecke gebaut. Hier über den Berg hier hin. Und da werden wir jetzt mal weiterbauen. Hier haben wir ein kleines Häuschen gebaut. Wo kommt die Baumreihe hierher? Die wollte ich eigentlich nicht haben. Weg da. So. Zack. Du auch noch weg. So. Komm weg hier. Weiß gar nicht, ob das reicht. Eigentlich wollte ich ja hier Harvester und Blender hinsetzen. Aber ich habe mir gerade gedacht, nee, warum macht man das eigentlich so? Wir haben doch drüben Harvester und Blender. Wir können ja eigentlich dann die ganzen Rohstoffe hier hin transportieren lassen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Das heißt, wir latschen wir nach Hause. Ich weiß gerade nicht, warum ich eigentlich so viele FPS-Einbrüche habe momentan gerade. Keine Ahnung, was hier los ist. Gerade vorhin ging es noch, und jetzt, wo ich die Aufnahme gestartet habe, ging es nicht mehr. Naja, müsst ihr diese Folge damit leben, kann ich auch nichts machen. Werden wir auch schaffen. So, wir brauchen mal Loader. Advanced Item Loader, Unloader. Energie brauche ich, glaube unten keine, oder? Nee. Das brauche ich nicht, das nicht, das nicht. Was ich aber brauche, sind Schienen und Boarding Tracks werde ich auch brauchen. 4 Stück. Vielleicht Booster-Schiene noch. Redstone-Fackeln vielleicht noch. Da. Und brauchen wir sonst noch was? Ja, die Verkabelung ist am E und so weiter. Das machen wir dann anders. Das passt. Dann müssen wir hier ganz nach unten. Hier noch eins nach unten. Hier wird sozusagen der Bahnhof. Können wir dich ein bisschen nach zurückschieben? Ja, können wir. Verschusch mal da. Geh. Pfui. Husch. Aus. Pfui. Tschüss. Baba. Bis zum bis nie wiedersehen. So, wir haben kein Wallis. Wir haben anscheinend nicht. Na, okay. Wie bauen wir die am besten ab? Eigentlich mit einem Chromebar. Ich glaube, sowas haben wir nicht dabei. Mal hier hin. Chromebar, mal sowas. Schaut man das? Co oder C? Ne, da haben wir. So ein Kack brauchen wir. Dann nehmen wir gleich mal 2. Sicher, sicher. Da werden wir mehr brauchen wahrscheinlich. Ein Brecheisen. Den müsste ja schneller gehen, ja. Zack, zack, zack. Da haben wir so einen kleinen Bahnhof bei uns in der Art. Wo wir dann die Items laden, entladen. So, da fahren wir. Von daher. Ja, so wollte ich das circa haben, genau. Dass du hier runter verschwindest. Dann fährst du hier hin. Zack. 2. So, hier. Dann wirst du hier laden. Beziehungsweise entladen muss ich ja auch noch, oder?
Naja, das kann ich ja eigentlich was selber machen. Auf einer Seite laden, von oben entladen oder so. Das wird wohl hoffentlich klappen. Ah, hier kommt ein Nebenzug runter. Das ist doof, das ist doof. Müssen wir dann noch eins weichen. Nicht, dass wir runterkommen und genau der Zug fährt vor uns der Nase vorbei und rammt uns. Und wir sterben dadurch. So. So, lassen wir das. Könnte man gerne eine Weiche einbauen. Das werden wir aber auch machen. Schöne Weiche, so wie sie es gehört. Track. Track. So was Schönes kommt hier rein. Mal zwei mit, vielleicht braucht man da öfters noch eine. Ja, mehr brauchen wir eigentlich eh nicht, so viel ich mir gerade vorstellen kann. Jetzt muss der Zug dann ein bisschen nach hinten. Huschusch. Dann hier noch die Weiche eingebaut. Mal gucken. Nee, so passt nicht. Zack, wenn er da kommt. Nee, das passt überhaupt nicht. Das muss ich so machen. Dann müssen wir die anders setzen. So wird jetzt gerade aus. Ja, das können wir auch verkehrt rum machen, ist doch egal. Zack. Das heißt, der Zug fährt geradeaus. Lädt hier ab. Das aber eins weiter nach vorne, das abladen. Weil wir haben zwei Cards dabei, dann stört das nicht so schlimm. So, dann haben wir hier ein Item Loader. Den setzen wir oben drauf. Und den Unloader auf der Seite. So. Genau, und jetzt brauchen wir hier noch einen Liquid Loader eigentlich für das Wasser. Weil wir brauchen hier ja Kohle und Wasser. Das heißt, Liquid Loader müssen wir auch noch holen gehen. So, zack. Dann müsste ich eigentlich auch noch haben. Liquid Loader, Unloader. Habe ich da Advanced auch? Nee. Okay, das heißt, Liquid Loader, der muss oben drauf. Das heißt, der muss hier weg. Aha. Der ist verschwunden, oder was? Hier haben wir Item Unloader, da kommt hier der Loader hin. Zack. Und hier oben der Liquid Loader. Zack. Dann haben wir da alles zusammen. Liquid Loader, Item Loader, Unloader. Jetzt ist hier natürlich das nächste Problem. Der soll ja hier Kohle hier reinfüllen. Ist ja klar, aber andere Sachen soll auch befüllen und die soll aber nicht hier reinfüllen. Was dann wiederum bedeutet, dass wir noch einen brauchen. Wir könnten hier hinten noch einen machen. Zack. Und hier. So, mal kurz überlegen. Wir brauchen hier vorne Item Loader. Duck, duck, duck. Ah, jetzt weiß ich, warum der verschwindet. Weil ich den 3x3 Modus anhabe, schätze ich mal. Ja. So, jetzt nehmen wir nochmal alles weg. Nochmal neu. Vorne ist die Lok. Die muss befüllt werden mit Flüssigkeit. Also Flüssigkeit Loader. Wir brauchen dann auch noch Item Loader für die Kohle. Zack. Dann brauchen wir Item Loader für die Minecarts und ein Unloader, falls wir in den Minecarts was drin haben, was raus muss. So. Was dann brauchen wir? Ein Minecart. Hallo? Also. Ein Minecart und eine. Warum stecke ich hier? Die Lokomotive brauche ich auch noch. Denn ich muss ja denen hier sagen,
Liquid nur in die Lokomotive. Holdkarten komplett voll, ja. Du hier auch nur in die Lokomotive. Und ihr sollt nur mein Cards nehmen. Zack. Zack. Dann. Also die zwei Loder sind nur für die My Cards und die zwei nur für die Lokomotive. Dann muss ich hier gucken. Hier brauche ich dann. Kurz überlegen. Ich brauche hier. Haben wir. Hier irgendwo ME-System wäre cool hier haben. Kommt man hier hin? Oh, genau in die Kante hier. Aber hier irgendwo ME-System. Weiß das zufällig einer von euch? Da oben. Na, ME haben wir ja nicht. Hier hätten wir Logistikpipe. Da könnten wir anschließen. Ja, wir hängen das einfach ans Logistikpipe. Das müsste eigentlich klappen. Das heißt, wir müssen hier mal die Ecke da reinkommen. Oh. So. Dann fahren wir hier nach oben. Mal gucken, da müssten wir eigentlich eh direkt rauskommen, oder bin ich blöd? Wahrscheinlich bin ich blöd. Ui. Zu wenig hoch, oder wie sehe ich das? Oh ja, viel zu wenig hoch. Irgendwie ist das mit dem Fliegen hier bei diesen Dings ein bisschen schwieriger als beim anderen Modpack. So. Mhm. Genau, zack, zack. Hier mal ein bisschen Platz machen. Können wir später dann wieder Stein rein tun. Ist mir doch egal, ich muss da jetzt mal wenig bauen. So, mal gucken. Hier geht's nach unten. Zack. Passt. Da müssen wir jetzt holen. Logistikpipe, ein paar Sachen. Wir brauchen Basic Pipes. So, dann brauchen wir Golden Pipes. Viel Geschwindigkeit. Wir brauchen. Aber wir können das auch. Nee, das ist blöd. Crafting brauchen wir nicht. Wir brauchen. Supplier Pipe ist gut und wir brauchen eine Chest. Wird da eine normale Chest reichen oder brauchen wir Eis? Nehmen Eis. Iron Chest. Sicher ist sicher. Zack. Ach, zwei. So, du. Ich denke, jetzt habe ich alles. Ich hoffe es mal. Meins höher. Jetzt mal hier gucken. Wir müssen ja hier noch. Das passt mir überhaupt nichts eigentlich, wisst ihr das? Da das hier. Jo, das ist mir doch egal. Ich muss das hier nochmal verbinden hier. Damit ich das mal deaktivieren kann. Ne, nicht Chat Boost. Ich wollte eigentlich. Generell die. Was ist denn das? Schockabsorber. Ne, Schockabsorber wollte ich anlassen. Das ist Jump Dingsbums. Das wollte ich glaube ich ausmachen. So, jetzt haben wir es. Das nervt schon ein bisschen, wenn das so arg jumpt hier. So. Zack, und dann hier runter. Das heißt, Basic Pipe hier ran. Öl nicht wegschmeißen. So. Zack. Ja, also das E-Logistik Pipe System, das passt. Dann hier golden, hier. Machen wir das hier am besten von unten rauf. Dann tun wir unten anpassen, wie wir es brauchen. Na komm. So. Zack, zack. Hier und hier. Gut, dann hätten wir das. Dann gehen wir mal nach unten.
Ja, dann sind wir da. So, dann haben wir hier mal die Pipe, das passt dann eh soweit. Zack. Dann bauen wir hier eine Kiste. Und da bin ich gerade überlegen, die Kiste muss... Was haben wir hier? Ja, wohin der Kiste? Hier haben wir Item Loaded, zack. Hier ist Liquid. Liquid haben wir da gar nichts. Machen wir es hier mal hier hin. Das passt zum weit vorerst mal. Weil hier geht nicht anders. Ich könnte ja... Hier brauchen wir dann Kohle rein, ganz okay. Ich weiß gar nicht, zieht der aus einer Kiste raus? Ich glaube, gell? Machen wir mal so. Gut, dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Lasst ein Like, Abo oder einen Kommentar unten da. Verteilt das Video oder was auch immer. Auf alle Fälle schaut beim nächsten Video wieder rein, wo es weitergeht. Bis dahin, ciao Leute, macht's gut.